Wusstest du schon? Piltover ist das Handelszentrum in Valoran. Nö, wusste ich nicht. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legends. Diesmal im Solo-Queue, diesmal auf meinem Smurf. Ja, und diesmal mit Cho'Gath auf der Top-Lane aber. Wir haben getauscht. Ich wollte eigentlich Twisted Fate auf der Midlane spielen mit Angriffstempo. Also hier über Nashas Zahn und Ginsus Wutklinge. Einfach mal ausprobieren. Ja. Also, ich habe es neulich schon ausprobiert. Es war ganz erfolgreich. Bis dann unser Jungler meinte, erstmal feeden gehen zu müssen. Also, ja, neulich habe ich das eben gespielt. Es lief auch ganz gut. Ich habe aber gegen eine LB gespielt und hatte halt meine Probleme in der Lane. Musste also dort stehen bleiben. Die Lane war halt even. Ne? Twisted Fate. LeBlanc konnte mich nicht durchpushen. Ich konnte sie nicht pushen. Musste aber selber aufpassen, dass ich Leben behalte. Also ich habe hier mit Fleet Footwork gespielt. Deswegen konnte ich mich immer ein bisschen heilen. Und wir hatten einen Kaiser im Jungle. Und ja, die meinte, unvorsichtig spielen zu müssen. Und sich dann die ganze Zeit töten lassen zu müssen. Also zweimal ist sie gestorben. Beim ersten Mal wollte ich ja noch zur Hilfe kommen. Aber es ging nicht. Weil ich eine LeBlanc am Arsch hatte. Da Kaiser eigentlich nur noch 20 Leben hatte. Und ja, irgendwo war halt Feierabend. Ne? Da konnte ich dann auch nichts mehr tun. Ja. Dann jault die mich da an. Pinkt mich wie blöde. Und dann denke ich mir auch so, ja, leck mich, du blöde Kuh. Ja, und dann war es halt nochmal so. Also, okay. Tschüss. Ja, auf jeden Fall ist er dann wieder Jungle gegangen. Wieder unvorsichtig. Meint halt die Kluftkrabbe nehmen zu müssen hier unten. Und greift die halt an. Dann kommt der gegnerische Xin Zhao. Fightet um die Krabbe. Fightet unsere Kaiser. Und anstatt sich einfach zurückzuziehen und die Krabbe sterben zu lassen, nee. Kämpft die ums Verrecken um diese scheiß Kluftkrabbe. Und stirbt dann halt wieder und pinkt mich wieder an. Und dann kommt es halt Midlane. Feedet meine gegnerische LeBlanc, klaut mir in Farm und da denke ich mir auch so, nö. Bin ich halt im Jungle gegangen. Das war mir dann egal. Ich habe dann die Mitte offen gelassen, habe Kaiser halt feeden lassen und bin selber in den Jungle gegangen, weil es mir dann zu gut war. Da ich sie dann auch reported und habe eine ziemlich lange Mail an den Riot Support geschrieben. Weil, wenn du scheiße spielst, ist okay. Ist nicht schön. Werde ich auch böse bei eigentlich. Aber ich spiele auch oft genug ziemlich kacke. Also kann ich das noch in einer gewissen Weise verstehen. Ich bin jetzt erst auf, dass hier das Visual von meiner Pässe angepasst wurde. Dass es ein Visual Update hat. Ja, auf jeden Fall so trollen und wirklich absichtliches Feeden. Da werde ich dann wirklich böse. Scheiße, ich habe meinen Pot schon eingeworfen. Ah, das war blöd. Das wollte ich gar nicht. Ah. Ich glaube, Ränge hat auch geflasht. So, und jetzt habe ich eine Nachricht auf dem Handy, auf die ich nicht antworten kann. Super. Ja, erstmal Schwul gekauft. Alter, was soll ich sonst kaufen? Ah, den Malphite kriege ich nicht. Hol ich mir lieber den Farm hier. Malphite hat auch nur einen Assist, also von daher komme ich damit noch klar. Oh, das war eine ziemlich saubere Spellrotation. Ja, auf jeden Fall wollte ich diesmal halt wieder Twisted Fate Mitte mit Angriffstempo spielen, also hätte dann halt eben den Precision Tree genommen. Fleet Footwork
Dann hier Presence of Mind, das wurde ja überarbeitet, ist ja die alte Morello Passive mittlerweile. Also so in die Richtung schlägt es, kriegst halt Mana für Kills zurück. Prozentuales Mana. Ja, dann noch hier Legende Angriffstempo. Legende Eifer, so heißt das Ding auf Deutsch. Warum? Ja, und dann halt zuletzt hier mit diesen verstärkten hier für Gegner unter einem gewissen Prozentsatz Leben noch so zusätzlichen Schaden an dem. Ne, halt so ziemlich klassische ADC-Meisterschaften. Ja, und als zweites eben die Klassiker Gathering Storm und Lauftempo. So, Malphite erstmal nicht farmen lassen. Ja, auf jeden Fall kam das nicht zusammen, weil unser Jungler, also der, der jetzt Ryze spielt, war als Jungle eingeteilt und hat mich halt gefragt, ob ich ihn Mitte lassen würde. Meinte ich so, yo, wenn du dieses Spiel gewinnen willst, dann schick mich nicht in Jungle. Ich kann jede Lane spielen. So ziemlich. Aber wenn ich in Jungle gehe, ist das verloren. Das habe ich ja schon mal unter Beweis gestellt, dass ich nicht Jungle kann. Das letzte Mal, als ich erfolgreich gejungelt habe, hatten wir 2014. Da habe ich Fiora und Vega im Jungle gespielt. Und ab und zu mal einen Fiddlesticks und einen Shaco. Aber so, was halt aktuell Meta ist, und vor allem den aktuellen Meta Shaco, den kann ich nicht spielen. Ja. Und dann meinte unser ursprünglicher Toplaner, jo, dann gehe ich halt in den Jungle. Unser ursprünglicher Jungle konnte dann Top und dann meinte er, ja, willst du mit mir Top tauschen? Meinte ich so, jo, gut, Top kann ich. Hatte kurz überlegt, ob ich Twisted Fate dann trotzdem auf der Toplane spielen soll, weil ich dachte mir so, ach, nee, riskieren wir mal lieber nichts. Das sind halt gerade noch die Seeding Games von meinem Smurf-Account. Da riskieren wir nichts. Das hat eigentlich mein Handy schon wieder gesummt. Jode. Und spielen halt was auf der Toplane, was ich so einigermaßen kann. Und das ist halt ein Cho'Gath. Weil ich meine, das ist einfach nur ein stumpfer Tank. Der Cho'Gath brauchst halt nicht viel. Ich glaube eher, dass die gleich hier auf der Toplane stehen wird. So, ja, auf jeden Fall halt daneben Cho'Gath gepickt. Mit folgenden Runen. Grasp of the Undying. Dann hier diese Knochenpanzerung, Bone Plating. Aufschwung. Und was haben wir hier noch? Aufschwung, Overgrowth natürlich, das darf auf Cho'Gath ja nicht fehlen. Ich meine, so viel Leben, wie er dazu bekommt. Ich habe Mana und ich habe Leben. Okay, der Kommentar von Jin ist gut. Ja, ich habe Mana und ich habe Leben, deswegen gehe ich jetzt nicht zurück. Wobei ich das eigentlich sollte, weil ich habe keine Vision auf Rengar. Der wahrscheinlich gleich bei mir im Kreuz stehen wird. Ne, da gehe ich jetzt weg. Da habe ich zu weit gepusht. Ich habe keine Vision, ich habe auch erstmal keine Ward. Das gehe ich nicht. So, gegen Malphite. Was kaufe ich mir gegen Malphite als erstes? Da bin ich eigentlich frei. Was haben die hauptsächlich für einen Schaden? Normalen. Dann kaufe ich mir hier Rüstung. Noch ein Stückchen Leben. Passt. Und erstmal was trinken. Na, ah, hat Farm ein bisschen aufgeholt, das ist schlecht. Wäre fast was geworden. Ja, auf jeden Fall habe ich dann hier noch Overgrowth natürlich drin. Ne?
wegen der Prozent, wegen des prozentualen Lebens. Dann habe ich die neue Morello-Meisterschaft drin. Warum habe ich die drin? Lass mal gucken. Wenn ich einen Gegner töte, erstattet die mir Mana zurück. 10% meines fehlenden Manas. Plus einen gewissen Prozentsatz meines Ult-Cooldowns. Und das ist natürlich super nice. Ja. Das habe ich schon im Arm neulich gespielt. Das hat echt ordentlich eingeschlagen. Also da hatte ich alle paar Sekunden meine Ult wirklich bereit. Und das war schon nicht mehr feierlich eigentlich. Also ich meine, ich habe Cho'Gath früher mal sekundär mit Ultimate Z gespielt. Um halt den Ult-Cooldown um 15% zu senken. Aber ich meine, jedes Mal für einen Kill und einen Assist. Ach ne, 20% fehlendes Mana und 10% Abklingzeitverringerung. Also Abklingzeiterlassverringerung ist es ja nicht. Das ist halt schon hammer nice auf den Champion. Warum habe ich gerade nicht angegriffen? Tschüss! Warum? Irgendwo habe ich hier das Gefühl, habe ich ein Problem in meinen Autotext. In der Zielmarkierung. Meine Fresse, was flamet diese Jenna denn die ganze Zeit hier durch die Gegend? Also ich weiß ja nicht, was da unten auf der Botlane abgeht, aber... Meine Fresse, Jenna, halt die Schnauze. Ja, da habe ich gerade Malphite ziemlich zerschrotet. Der schreibt mich jetzt auf. Ah, okay. Du darfst mich auch trotzdem anschreiben. Das ist genehm. Ach, der raubt mir auch Angriffstempo, oder? Gerade gut mitgegeben. Oh oh. Ja. Weil sie nicht auf der Botlane ist, offensichtlich. Jetzt muss ich gucken, dass ich nur Last hitte und nicht pushe. Na gut, jetzt kann ich wieder pushen. Jetzt kann ich wieder pushen. Zack, zack. So, 4 Stacks durch Minions. 2 brauche ich noch, dann habe ich da die Stacks voll. Zack, und er hat das Cannon-Minion verpasst.
Malphite tut mir schon ein bisschen leid. Oh Gott, ist dieser Malphite schlecht. Wir brauchen drei Leute, um mich aufzuhalten. Bei WhatsApp angeschrieben, eine ehemalige Kommilitonin, mit der ich immer noch gut befreundet bin. Die haben heute in der Osteologie der Säugetiere Katzenknochen von mir. Also, ja, nicht Katzenknochen. Wir haben, was war's? Scapulae und Homerie drangenommen. Das hatten wir eben auch Katzenhomerie. Und, ja. Meine Kommilitonin hat halt, also meine ehemalige Kommilitonin, hat selber einen Kater. Und steht halt auch selber so auf Archäozoologie. Und deswegen habe ich ihr mal den Katzenhumerus geschickt, den wir da hatten. So. Was haben wir hier? 5 von 6 Minions. Das passt. Steht dort ein Rengar im Busch. Der wird wahrscheinlich gleich vorhaben, mich zu ganken. Wobei ich bezweifle, dass die mich zu zweit gegankt bekommen. Rengar ist nicht sichtbar. Der könnte gleich auf der Midlane stehen, der könnte auch gleich auf der Toplane stehen. Auf der Botlane wird er wahrscheinlich nicht stehen. Und der steht gleich auf der Midlane. So, erstmal wieder eine saubere Rotation durch. Alle 6 Stacks voll. Er steht gleich auf der Midlane. Ich hab euch gepinkt, Leute. Mitdenken müsst ihr schon selber, das setze ich voraus. Na gut, das sollte ich nicht voraussetzen. Ich meine, der Spieler, der gestern getrollt und gefeedet hat, war zumindest in der Theorie Diamantspieler. Oh, ich geh mal back. Sind auch SS auf der Mitte. Meine Fresse, Leute, wir stehen gerade echt gut da. Also reißt euch mal ein bisschen zusammen hier. Malphite, wagst du ja nicht. Das bekommt ihr nicht. Warum ping ich SS auf der Toppel? Ich weiß es nicht. Du gehst erstmal fliegen. Oh, ja gut, den Schuss stecke ich halt ein. Den denke ich weg. Ich meine, ich habe 3.500 Leben fast.
Was? So, zack. Okay. Raus, das ist raus und auf die Nachricht antworte ich gleich, wenn ich hier durch bin. So. Wie viele Sekunden haben wir Abklingzeit erstattet? Ja gut, 15 Sekunden ist jetzt nicht die Welt, aber gut, ich meine, wir haben 2 Kills, wir haben ja nicht mehr Assists. Mit Assists später sieht es dann anders aus, das stimmt natürlich. Gut. Sieg. Dass der die Ruhe bewahrt hat bei dem Support, das kann ich nur ahnen. So. Ja, dann hoffe ich, hat euch dieses Ausnahme-Gameplay gefallen. 2 Spiele muss ich noch machen. Ja, du warst nicht ansatzweise besser. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.